Hi Leute, ich grüße euch zur Projektzeit. Ja, schon wieder aus dem Studio der Anfang. Ich muss ein bisschen was erklären. Das Projekt, um das es heute geht, ist der Einbau einer Entkalkungsanlage. Und wir hatten uns da viel vorgenommen und wollten den ganzen Prozess begleiten mit der Kamera. Das hat auch am Anfang ganz gut funktioniert, bis zum gewissen Zeitpunkt, wo die Stimmung bei uns so ein bisschen gekippt ist. Und wir haben dann einfach nicht weiter gefilmt. Ich habe jetzt doch ein bisschen was aber zusammenschneiden können und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung bei dem Projekt Entkalkungsanlage. Hi Leute, hallo, willkommen bei der Projektzeit. Heute haben wir ein Projekt vor, wir wollen uns eine Entkalkungsanlage einbauen. Unser Härtegrad des Wassers ist 12,5, das geht eigentlich noch, da gibt es wesentlich schlimmere. Aber wir wollen weniger Wasser im Kalk haben, weniger Kalk im Wasser haben. Ja, dafür müssen wir unsere Wasserhauptversorgung natürlich abdrehen. Ja. Und wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet. Spülkästen der Toiletten sind voll. Eimer. Ein paar Eimer sind gefüllt. Ja. Ja. Da steht das gute Stück. Ne? Blauer Deckel. Zusätzlich müssen wir noch unseren Druckminderer, Schrägstrich Wasserfilter austauschen. Einfach aus dem Grund, weil wir zu wenig Platz in unserer Hauptleitung haben zwischen dem ersten Abgang der Wasserleitung und dem Haupthahn. Und hier dieses Teil, das hat alles in einem. Also es ist Druckminderer und Wasserfilter, sogar rückspülbar. Also den werden wir auch damit reinbauen und wo? Dann hoffen wir mal. Schauen wir mal. So, es geht los. Gucken wir es wieder dicht kriegen. Dann. Als allererste Maßnahme natürlich. Ja. Bleibt spannend und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Musst du hier auch? Nee, das ist nur zum Austausch, wenn die Wasseruhr ausgetauscht wird. So, ein Eimer. So, jetzt haben wir zum einen hier mal zugemacht und jetzt machen wir hier oben unsere Abgänge noch zu. Dann haben wir hier noch so ein Stück Wasser in der Leitung stehen. Das können wir hier über den Wasserhahn ablassen. Dann sollten wir möglichst wenig Sauerei machen. Vielleicht. Okay. So, da kommt natürlich jetzt noch, kannst du dranhängen. So, der alte Wasserfilter, ja, den hätten wir eigentlich schon lange mal austauschen müssen. Aber wir haben dieses Modell nicht mehr gefunden und naja, da jetzt irgendwie einen neuen reinzubauen ohne Plan, wollten wir eigentlich auch nicht. Ja, dementsprechend kommt er jetzt raus. So, okay, ja, das war's. Das sollte leer sein, das ist leer. Hier haben wir zu, das tröpfelt noch ein bisschen. Gut, ich weiß nicht, ob dieses Absparventil wirklich komplett schließt. Vielleicht kommt da das eine oder andere Tröpfel noch raus. Soll uns aber jetzt erstmal nicht stören. Ja. Okay, dann geht das los. Nicht, dass da irgendwas abreißt. Nee. Das ist gut. Ja, da steht halt noch ein bisschen Wasser drin. Ne? Nehmen wir den Eimer her. Okay. Das ist jetzt halt schlecht, weil er kein Gegenhalt hat. Ach, siehst du mal, wie kurz das war. Aber schlecht, dass es so kurz ist. Ja.
spielen wir den noch. Ja, das wäre der schönste, wenn der gehen wird. Ja. Dann hätten wir es. Aber der ist böse verkalkt. Okay. Ja. Kalk. Ja. Okay. Vielleicht sollte man das vielleicht mal abschrauben. Hm? Ja, aber da kann ich ganz gut gegenhalten. Achso, dann kommst du nicht hin, ne? Ja. Ja. Also sollen wir es abschrauben, dann halte ich hier irgendwie gegen. So, erste Hauptproblematik haben wir scheinbar gelöst. Ihr habt vielleicht gesehen, es war extrem fest geschraubt, ja, auch zu erwarten. Allerdings hier der Anfang, der war am schlimmsten. Der ist ein bisschen verkalkt, der lässt sich auch jetzt nicht wirklich gut drehen, da die erste Mutter. Aber ja, wir haben es aufgekriegt und jetzt gucken wir mal, schrauben wir erstmal hier diesen alten Wasserfilteraufsatz hier ab, weil dann hat man einen besseren Ansatz für die Rohrzange. Was ein Pain in the ass. Aber billig war's. Bestimmt. Gut. Halt, Zungo. Mhm. Welcher Idiot konstruiert sowas? Echt wahr. Komm, wir machen die Schrauben dahin, dass man sie nicht drehen kann. Wo ist denn die andere? In der Hand. Oh. Yeah. So. nee, wir machen das hier jetzt raus. Achso, ja. Was? Wir probieren es nochmal. Ja. Und hat sich ja gedreht. Ja. Wenn wir das jetzt auch noch rauskriegen, dann hätten wir ein bisschen Luft. Ja. Gut. Also das ist schon mal dicht, das ist gut. Ja, genau. Ja. Ja. Doch, das war, guck mal, das sind die gleichen Dichtungen hier. So, jetzt haben wir dann das Problem, ja, dass die Schraube noch nicht lose ist. Ja. Ein Hammer. Schatz. Ein Hammer. Wie? Ein Hammer. Hammer. Ja. Gummihammer. Ja, den. Und sein Gute halt. So, erste Hürde haben wir genommen. Success. So, wir haben es mal, wie gesagt, provisorisch drauf geschraubt. Hier der Druckminderer mit dem Wasserfilter und direkt daneben die Armatur, an die dann die zwei Schläuche an die Entkalkungsanlage angeschlossen werden. Prinzipiell passt es schon, wie gesagt, nur provisorisch drauf geschraubt. Prinzipiell passt es schon ganz gut. Wir haben jetzt hier
die Verbindung, das wäre Innengewinde 1 Zoll auf Innengewinde 1 Zoll. Das passt natürlich hier erstmal nicht. Und da müssen wir jetzt gucken, ob wir entweder dieses Fitting oder dieses Ding noch rausschrauben und dann von hier aus einen Adapter reinsetzen. Oder ob wir hier Innengewinde kriegen. Das wollen wir aber im Baumarkt sehen, denke ich. So direkt passt es zumindest erstmal nicht. Haben wir auch nicht erwartet. So, auf dem Weg in den Baumarkt. Ich habe ja so die leise Hoffnung gehabt, dass es vielleicht doch ausbauen, einbauen passt ist. Aber das war eine Hoffnung. Gerechnet habe ich damit eigentlich nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, weil ihr habt ja gesehen, wir bekommen diesen letzten Anschluss vor dem gelöteten nicht so wirklich abgeschraubt. Jetzt müssen wir mal gucken, entweder wir finden jetzt das Passende, dass wir das drauf lassen können, oder wir müssen es doch irgendwie abwürgen, wahrscheinlich mit Hitze. Aber wir schauen mal, was der Baumarkt dazu sagt. So, jetzt war es tatsächlich einfacher wie gedacht, der erste Griff. Hier unser Adapter, wir kommen hier in unsere Leitungen rein, das passt. Und müssen hier auf der anderen Seite in die Armatur von dem Entkalkungsgerät. Das war jetzt unverschämt einfach. Wir probieren es aus, wenn nicht, sehen wir uns gleich wieder hier im Baumarkt. So, kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt mal ein paar Minuten, eine halbe Stunde mal nicht gefilmt, weil es so ein bisschen spannend war. Also wir haben es jetzt reingeschraubt. Zwei von den Verbindungen mussten wir mit Hanf machen. Der Rest ist mit Dichtung. Im Moment sieht es gut aus. Wir haben jetzt schon den Haupthahn hier aufgedreht und der Wasserfilter und Druckminderer ist jetzt schon mit Wasser gefüllt. Wir haben aber hier die Armatur für den Entkalker haben wir noch zugedreht. Jetzt gibt es hier noch so zwei Nupsis. Wie heißen die Dinge? So zwei Ventile. Die wir hier noch und eine Abdeckkappe, die wir hier noch reinschrauben müssen, das haben wir jetzt gerade noch. Und dann wird es spannend, weil dann machen wir wirklich den Haupthahn komplett auf und gucken, ob das hier funktioniert. So, der erste Schritt ist getan. Wir haben die neue Anschlussmimik reingebaut, der neue Druckminderer ist eingebaut und die Anschlüsse für die Entkalkungsanlage. Wir hatten ein bisschen ein Problem mit der einen Seite der. Also mit der Seite hier, wir hatten eine Dichtung zu wenig, die im Baumarkt, die wir mitgenommen haben, die hat nicht gepasst, die war zu klein, obwohl der Baumarktmensch gesagt hat, ja, das ist voll gut. Ja, aber nein, wir haben aber noch eine gefunden. Also das war die. Genau, die war zu klein, also nicht breit genug. Egal. Wir haben jetzt noch eine gefunden in dem Paket, die zwar an einer anderen Stelle eigentlich gehört, die brauchen wir aber eh nicht, von daher alles gut. So, Druck haben wir jetzt erstmal vorübergehend ein bisschen eingestellt. Eine komische Sache gibt es bei dem Druckminderer noch, da ist ein Manometer dabei, das hier. Und da fehlt, ich habe es auch kaputt gemacht, genau. Und da fehlt aber auch eine Dichtung. Also man kann das zwar da reinschrauben, dann wird man wunderschön an der Ausgangsseite sehen, welchen Druck man denn eingestellt hat. Da das aber nicht dicht wird und da auch keine Dichtung mehr dabei ist, ja, müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt erstmal diesen Blindstopfen, der standardmäßig drauf ist, da drauf gelassen. Das sollte erstmal auch rausreichen. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Kriegen wir irgendwann vielleicht nochmal geregelt, das Ding so da reinzuschrauben, dass es dicht wird. So. Aber, also wir haben jetzt gerade gesehen, wir haben 8,6, fast 9 Bar Druck, Ortsdruck, das ist heftig, das ist viel Druck, ja, das knallt ordentlich. So, jetzt nächste Sache ist, dass wir anfangen, unsere Entkalkungsanlage da anzuschließen und vorübergehend erstmal den Strom, wenn wir erstmal vorübergehend da vorne anschließen, da setzen wir dann noch eine Steckdose hin. Und den Rückspülablauf, den werden wir auch erstmal vorübergehend nur hier ins Waschbecken hängen, um das mal zu probieren. Dann fahren wir nochmal im Baumarkt, wenn das alles funktioniert, holen uns ein paar Rohre, dass wir hier noch Rohre an die Wand machen, ein Abflussrohr. Und dann geht das Ding irgendwann in Betrieb, hoffe ich.
Also, zweite Etappe. Ja, das war es leider Gottes. Mehr Aufnahmen haben wir nicht. Während der Erstbefüllung und der Inbetriebnahme haben wir uns ein bisschen dämlich gestellt, muss man zugeben. Die Anleitung war im Nachhinein betrachtet eigentlich sehr eindeutig und einfach zu verstehen, aber in dem Zeitpunkt haben wir es irgendwie nicht gecheckt und die Kameras liefen dann natürlich auch nicht mehr. Egal, ich zeige euch die Anlage jetzt mal im fertigen Zustand. So, hier sind wir wieder im Keller. Hier ist die fertige Installation, funktioniert mittlerweile auch seit einigen Tagen sehr bewährt, also ist alles dicht, alles wunderbar. Wir hatten hier dann noch eine Steckdose hingezogen, haben hier dann noch Leerrohr hingelegt, dass die Kabel ein bisschen ordentlich aussehen. Ja, da habe ich ein bisschen den Spleen, bei mir müssen Kabel immer irgendwo versteckt sein. Rumliegende Kabel mag ich gar nicht. So, die Armatur selbst, hier war sehr, sehr einfach zu montieren, also gerade hier diese Schläuche dran schrauben mit Dichtung, festziehen, das war sofort dicht, das war alles kein Thema. Die Armatur hat ja drei Ventile, zum einen im Eingang zur Entkalkungsanlage und im Ausgang zur Entkalkungsanlage und hier nochmal in der Mitte, eins, wo man wirklich hier absperrt, das ist bei uns auch wirklich zu, komplett zu. Mit diesem Ventil und noch hier mit dem kleinen, das hinten ist, kann man das Wasser verschneiden. Also man kann im Endeffekt kalkhaltiges Wasser in das Brauchwasser, in den Ausgang hier mit reinmischen. Da haben wir uns aber dagegen entschieden. Ich habe lange geforscht und habe keinen Grund irgendwie groß gefunden, der für mich es gerechtfertigt hätte, dass man wieder die Nachteile mit dem Kalk im Wasser hat. Also sprich Kalkflecken und die Armaturen irgendwo in der Dusche verkalken und so weiter. Also wir haben uns wirklich dafür entschieden, hier aus dem Rohr kommt wirklich kalkfreies Wasser raus. Wie gesagt, ansonsten könnte man das hier mit verschneiden mit ein bisschen kalkhaltigem Wasser. So, machen wir mal den Deckel runter. Ist gar nicht so spannend, was da drunter ist. Zum einen ist hier der Salzbehälter, den man nachfüllen muss ab und zu mal. Und zum anderen ist hier die Steuer- und Regeleinheit, die auf so einem Druckbehälter drauf sitzt. Funktionsprinzip, laienhaft jetzt erklärt, ist, in diesem Druckbehälter ist ein Harz. Dieses Harz filtert, in Anführungszeichen, das Kalk aus dem Wasser raus. Es wandelt es irgendwie um, chemisch, ist es egal auf jeden Fall. Dieses Harz ist die Kernkomponente des ganzen Systems. Und nach einer gewissen Anzahl von Menge an Wasser ist dieses Harz gesättigt und muss mit Salzwasser rückgespült werden. Und dafür ist dieser Behälter, dieses Salz, das sind so Pellets, riecht nach Salz, schmeckt nach Salz, ist Salz. Die kriegt ihr im Baumarkt, für eine Füllung zahlt ihr da 11 Euro. In der Regel muss man das alle, ich sag mal, 2 bis 4 Monate muss man das mal nachfüllen, muss man halt ab und zu mal kontrollieren, ob noch genügend Salz drin ist. Gerade am Anfang, wir sind da auch ja noch in der Testphase, muss man da ein bisschen drauf achten. Aber das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Ja, mit diesem Harz, mit diesem Salzwasser wird dieses Harz durchgespült oder zurückgespült. Das läuft dann hier, dieses Wasser läuft dann hier über diesen Abwasserschlauch ab. Und man kann das programmieren, wann er das machen soll. Wir haben es auf 3800 Liter oder 14 Tage programmiert. Und das Ganze soll er nachts machen. Ich glaube, wir haben irgendwie 3 Uhr nachts eingestellt. Das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, aber bekommt ihr nichts von mit. Wir brauchen zu diesem Zeitpunkt in der Regel kein Wasser. Da schlafen wir in der Regel. Wenn ihr dann Wasser benötigen solltet in diesem Zeitraum, dann ist es halt kalkiges Wasser zu dem Zeitpunkt, also in dieser Dreiviertelstunde. Aber wie gesagt,
Wir haben da bis jetzt eigentlich noch nichts davon mitgekriegt, von dem Rückspülen. Ja, hier diese Anschlüsse, da hat man noch ein bisschen Spaß bei der Installation. Da haben wir uns auch mal wieder ein bisschen dämlich gestellt. Ich muss zugeben, wir haben an der Stelle die Anleitung wohl nicht so richtig gelesen. Wir hatten es angeschlossen und es war auch schon Druck drauf. Also hier unsere 4,4 Bar. Ja, und die ließen sich aber nicht drehen. Und jetzt sind hier so Sicherungsstifte an der Seite und ja, ich habe halt mal so einen Sicherungsstift gezogen. Dann ließ ich es drehen. Problem war nur, dieser Sicherungsstift hält wirklich dieses ganze Ventil hier drin. Und dieser Einsatz ist uns dann hier mit 4 Bar oder über 4 Bar Druck durch den Keller geschossen. Ja, es hat sich halt deswegen nicht drehen lassen, weil es noch komplett trocken war. Und ja, man hätte einfach hier mit dem Imbus das erste Mal ein bisschen fester drehen müssen, ein bisschen strenger drehen müssen, dann wäre es gegangen. Sobald das nass ist, feucht ist, sobald der Gummi und das Kunststoff feucht ist, lässt sich das wunderbar drehen. Also ich kann das jetzt hier per Hand wunderbar auf und zu drehen. Ja, also wenn ihr die Anlage auch euch zulegen wollt, achtet darauf, diese Sicherungsstifte müssen drin bleiben. Und am Anfang, beim ersten Mal, wenn es noch trocken ist, geht es halt ein bisschen schwer. Dann macht es am besten mit dem Inbus. Ja, passiert. Schade, dass wir es nicht gefilmt haben. So, noch ein paar Worte hier zu dieser Kontrolleinheit. Sie ist relativ einfach. Also man hat hier so ein grünes Display und 4 Tasten, an denen ihr aber auch nicht wirklich so viel einstellen müsst. Ihr stellt die Uhrzeit ein, ihr stellt die Zeit ein, wann er rückspülen soll und bei wie viel Liter er zurückspülen soll und die Zeit noch, also die Wochen, wie viel, in welchem Abstand er rückspülen soll. Mehr müsst ihr hier nicht einstellen und das ist über dieses Menü ein bisschen fummelig zu machen, ja, aber da man es nur einmal machen muss, finde ich es absolut okay. Ich habe auch gern ein bisschen Spielereien, gerade in der Bedienung, vielleicht noch mit WLAN oder einer App. Das gibt es auch alles, ja, nicht von dem Hersteller zumindest, wie ich es gesehen habe. Aber für solche Anlagen, da zahlt man dann wirklich ein Vielfaches und das ist hier eigentlich nicht nötig. Ihr habt hier noch so einen komischen Drehknopf, so einen großen, wie so bei alten Waschmaschinen. Wenn er dann in irgendeinem Programm drin ist, dann dreht er sich und ihr könnt hier an diesem Schriftzug ablesen, in welcher Stelle des Programms er gerade ist. Ja, wie gesagt, bei der Erstbefüllung und bei dem Rückspülen, da braucht man das mal und ansonsten eigentlich nicht. Der Preis für die Anlage, ich fand sie wirklich sehr, sehr günstig im Vergleich zu allen anderen, die ich so gefunden habe. Oder wenn man sie sich vom Installateur einbauen lässt über irgendeine Firma. Also wir haben jetzt die bei Amazon bestellt. Der Hersteller heißt Akmos. Und wir haben gezahlt 499 Euro inklusive der Anschlussarmatur. Wir haben auch eine größere genommen, die wir eigentlich bräuchten. Das ist jetzt eine Anlage für einen 4- bis 6-Personen-Haushalt. Eigentlich hätte uns die kleinere, eins kleine, gereicht. Aber es hat den Vorteil, dass man nicht ganz so häufig Salz nachfüllen muss. Und wenn man mal ein bisschen mehr Wasser, also mehr mit EH Wasser braucht, dass man halt nicht so oft rückspülen muss. Von daher haben wir ein bisschen größere genommen. Die kleinere wäre ein bisschen günstiger gewesen noch. Ja, das war's eigentlich. Wir haben diese Entscheidung, diese Anlage uns einzubauen, hier bis jetzt noch nicht bereut. Wir genießen jeden Tag das kalkfreie Wasser und die Vorteile von Duscharmaturen über das Waschmittel, was besser funktioniert und so weiter und so weiter. Also es ist echt eine schöne Sache. Wir haben jetzt von 12,5 deutscher Härte auf 0 runter reguliert und ja, wie gesagt, bereuen diese Entscheidung noch keinen Tag. Der Hersteller selbst ist, soweit ich das rausgekriegt habe, ein deutscher Hersteller, hat auch einen guten Service, soweit wie wir das beurteilen können. Wir hatten einmal eine Frage wegen dem Manometer, das ich kaputt gemacht habe. Ja, habe ich mich zu doof gestellt.
Ja, und da haben sie uns aber super schnell geholfen, haben uns dann ein neues zugeschickt. Und also das war vom Service her echt top. Man hat sofort einen richtigen Menschen an die Leitung gehabt, musste sich nicht durch 5 Hotlines da durchwählen und durchquälen. Also Service war top. Ansonsten marschiert das Ding einfach. Wow. Ja, das soll es von mir aus hier gewesen sein aus dem Keller. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder bei irgendeinem Video, bei der Projektzeit, bei der Studiozeit oder bei der Bootzeit oder bei irgendeiner anderen Zeit. Macht's gut.